Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar zeige ich dir heute, was ich mit nach Asien nehme. Vielleicht willst du selber mal dahin oder willst dich einfach inspirieren lassen, was andere Menschen so im Koffer haben oder im Rucksack. Und ich habe alles aufgebaut hier auf dem Bett und zeige dir das und erzähle dir so ein bisschen, was meine Hintergedanken dabei sind bei den einzelnen Gegenständen, die ich so mitnehme. Ich reise jetzt seit 20 Jahren nach Asien und das, was ich jetzt da habe, hat sich für mich bewährt bzw. ist über die Jahre so entstanden. Also, dann nehme ich dich mal mit und wir schwenken mal rüber. Hier siehst du alles, was ich mitnehme. So, und da fangen wir mal hier vorne an. Ich fange mal in der hinteren Reihe an. Ich habe hier so einen ganz dünnen Schlafsack. Ich mag das irgendwie, wenn ich so in was Eigenes reinschlüpfe. Das ist so ein Zuhausegefühl. Das ist das, was ich dann kenne, was überall gleich ist und was mir ein gutes Gefühl vermittelt. Da ich gerne auf der Terrasse schlafe, habe ich hier ein Moskitonetz. Und mit diesen Schnüren baue ich mir dann immer irgendwas. Da sind auch Klammern dabei. Ich kann die entweder halt zum Wäscheaufhängen tagsüber nehmen und abends baue ich mir dann da irgendwie ein Bettchen draus. Dann habe ich hier meine Leguanos und ein paar Sandalen. Einfach, ja, nicht, wenn ich nicht immer barfuß laufen kann oder möchte, dann habe ich einfach das dabei. Das hier ist meine Waschtasche, ziemlich klein. Da will ich nochmal ein extra Video zu machen, was ich so für Kosmetik und sowas verwende. Hier habe ich mein Kokosöl, mit dem ich mir die Zähne putze, meine Bambuszahnbürste und meine Bürste. Dann habe ich hier meinen Reisepass und hier schon etwas dreckig, weil ich das habe ich mir zu meiner allerersten Reise 1997, als ich nach Indien aufgebrochen bin, habe ich mir diese Bauchtasche gekauft. Da kann man halt Geldsachen, Wertsachen reinpacken. Da kommt dann auch der Reisepass nachher rein. Ich habe ihn jetzt nur, damit ihr es seht, reingelegt. Da habe ich dann auch meine EC-Karte drin und Bargeld, ein bisschen was. Hier in diesem Säckchen, in diesem Beutel, habe ich so allerlei Krimskram. Ich gucke mal kurz für euch rein. Ich weiß schon, dass da meine Uhr drin ist, dass da, was habe ich da noch drin? Habe ich zum Beispiel auch, wie heißt es? Ohrstöpsel dabei. Das ist einfach so, hier ist so mein Nähzeug, weil ich gerne repariere auch mal Sachen. Genau. Und alles so Kleinkram, der nicht im Rucksack lose rumfliegen soll, den habe ich in der Tasche. Auch eine Taschenlampe ist da drin. Noch ein paar Stifte, Kugelschreiber. Hier Anspitzer für meine Buntstifte, die ich auch dabei habe, und das ist da drin. Dann habe ich hier meinen Bauchgurt, den habe ich eigentlich immer um die Hüften. Habe ich mir selber genäht, passt alles rein. Hier vorne ist mein Geld dann immer drin. Hinten habe ich immer ein Taschenmesser und einen Löffel dabei und ein Stift ist da drin, ein bisschen Papier, dass ich mir Notiz machen kann, wenn ich gerade eine Idee habe. Und auch ein Taschenmesser und einen Löffel. Genau. Das habe ich dann sozusagen auch während des Fluges um und ja, die eine Bauchgurt unter der Kleidung, den oben drüber. Den Rucksack zeige ich euch gleich nochmal ausführlicher. Hier habe ich eine Mappe, wo so mein Schreibkram drin ist, wo ich Ideen sammle für Videos und neue Videokurse. Wenn ich nach Bali fliegt, will ich einen neuen Videokurs aufnehmen, da könnt ihr euch überraschen lassen. Dann habe ich hier das Buch von Karl-Fried Graf Dürkheim, vom doppelten Ursprung des Menschen. Das ist so ein Buch, da kann ich also meine Seite lesen, das ist schon ein sehr altes Buch. Und ich denke, auf der Reise habe ich halt dafür Zeit, mir da wirklich mal in Ruhe das zu Gemüte zu führen, weil es nicht ganz einfach ist. Karl-Fried Graf Dürkheim ist der Mensch, der die Leibarbeit, mit der ich arbeite, ins Leben gerufen hat. Genau. Ja, und dann seht ihr hier so ein paar Kabel, das Ladekabel von der Kamera, mit der ich gerade filme. Dann fürs Handy und
für den Laptop. Hier ist mein Handy. Ich habe mich diesmal entschieden, es mitzunehmen, weil ich ja alleine reise und dann einfach auch gerne Kontakt mit Freunden habe. Und dann kann ich das halt über das Handy leicht machen. Hier sind meine Buntstifte. Ich mache ja immer diese Aura-Bilder. Und die mache ich damit. Da habe ich hier einfach so ein großes Spektrum an Farben. Genau, dann noch hier mein Laptop. So, dann gehe ich mal weiter. Hier habe ich so Bustiers, 3 Stück. Da würden wahrscheinlich auch 2 reichen, aber eins habe ich als Luxus einfach, dass ich mir gönne. 2 Unterhosen, 2 Paar Socken, das sind hier meine warmen Schlafsocken und so nochmal ein paar normale Socken. Und hier diese schwarze Unterhose und das schwarze Bustier ziehe ich als Bikini an, also doppelt sozusagen genutzt. Meine langärmigen Sachen, da habe ich hier einmal das Oberteil, kennt ihr vielleicht schon aus Videos. Das mag ich halt, weil ich ja keine Sonnencreme benutze, habe ich so ein langärmiges Teil dabei am Anfang. Wenn mein Körper sich erst noch an die Sonne gewöhnen soll, ziehe ich immer gerne ein langes Oberteil an. Und falls mal die Abende etwas kühler werden, habe ich hier die Jacke. Das werde ich einfach alles anziehen, wenn ich im Flugzeug sitze, weil ich werde nichts Warmes mitnehmen, keine Jacke oder irgendwas. Das ist dann alles, was ich dabei habe. Hier habe ich eine Leggings, die werde ich auch drunter ziehen und zwar unter diese eine leichte Hose, die ich mitnehme. Dann habe ich hier einen Rock und noch einen Rock, weil ich Röcke einfach sehr gerne mag. Das ist hier so ein ganz praktischer. Das ist ein Hosenrock und hier noch ein Kleid. Genau, also ich habe 2 Röcke, eine leichte Hose, eine Leggings und ein Kleid. Dann habe ich hier, kommen wir zu der T-Shirt-Fraktion. Dieses Teil ist so ein bisschen so ein Luxusteil, das ist einfach nur schick zum Drüberziehen, so ein bisschen. Ich habe sozusagen 2 Luxusteile, das ist einmal das hier und das eine Bustier. Genau, und dann habe ich ein blaues T-Shirt, ein rotes T-Shirt, ein rosanes und ein schwarzes, also 4 T-Shirts. Und falls es euch aufgefallen ist, ich habe alles so in Rot gehalten. Das ist immer das, worauf ich achte, wenn ich verreise, dass die Sachen immer gut untereinander kombinierbar sind. Das heißt, jedes dieser T-Shirts passt zu jedem dieser Hosen und Röcke. Darauf habe ich geachtet. Genau. So. Dann mein Rucksack. Eigentlich würde all das hier, was ihr seht, würde in einen Tagesrucksack reinpacken. Also in einen, wie nennen sich die Dinger? Bordrucksack. Aber weil ich ja schon einen Rucksack habe und nicht mir jetzt einen neuen kaufen will, habe ich hier meinen Husky-Rucksack. Ich verlinke euch ein paar Sachen auch mal in der Infobox unten, da könnt ihr mal gucken. Der hat 60 Liter. Den habe ich mir 2009 für meine Weltreise gekauft. Also der hat auch schon einiges gesehen. Wie ihr seht, er ist schon ziemlich dreckig. Aber er ist auch wirklich robust und hat alles bisher mitgemacht. Genau, also er war 1,5 Jahre auf Reisen, auf Weltreise und dann, falls ihr die Reisevideos noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch mal diese Reiseserie, die jetzt gerade rauskam, auch unten in der Infobox. Genau, und dann war ich damit in Spanien, in Ungarn, also der hat schon wirklich viel gesehen. 60 Liter Rucksack, der wird nicht ganz voll werden und das ist auch gut so. Ja, also jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick, was ich so alles mitnehme. Wenn ihr noch Fragen habt, ich schwenke mal wieder zu mir rüber. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kurz mal scharf stellen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare rein. Ansonsten Hinweise, Tipps von euch auch gerne in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Dann gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne. Dann verpasst du kein Video mehr, besonders wenn du die Glocke aktivierst. Und hier werden jetzt gleich noch 2 Videos erscheinen. Da kannst du dann mal weiterschauen. Ich werde mal ein Reisevideo mit dahin packen. Und ja, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe dir. Ciao.